Die Leitfähigkeit von Salzen wird im vorliegenden Versuch getestet. Der Versuch ist mehrfach geteilt. Zunächst wird in ein Urglas destilliertes Wasser mit Hilfe einer Einwegspritze gefüllt. In ein zweites Urglas werden einige Natriumchloridkristalle mit Hilfe eines Löffelspatels gefüllt. Für den Versuch wurde der Netzstecker eines PCs modifiziert mit Kabel und einer LED versehen und als Elektroden werden einfache Bleistiftminen verwendet. Im destillierten Wasser leuchtet die LED nicht. Auch im festen Natriumchlorid findet kein Stromfluss statt, sodass die LED nicht leuchten kann. Nun wird mit Hilfe einer Einwegspritze wiederum 2 ml Wasser aufgezogen und in das Urglas mit dem Kochsalz gefüllt. Prüft man nun wiederum die Leitfähigkeit dieser Lösung, so sieht man, sie leitet den Strom, die LED leuchtet. Erklärung: Worauf beruht die Leitfähigkeit von Salzen? Destilliertes Wasser leitet den elektrischen Strom nur in einem sehr geringen Maße. Denn es enthält nur sehr, sehr wenige Ionen. Die geringe Leitfähigkeit reicht nicht aus, dass die LED leuchtet. Salze liegen im kristallinen Zustand in der sogenannten Gitterform vor. Die Gitterform wird auch als Ionengitter bezeichnet. Im kristallinen Zustand findet keine Ionenbewegung und dementsprechend kein Stromfluss statt. Die LED leuchtet nicht. Da Ionen elektrische Ladung tragen, können sie sich in Richtung auf eine positive bzw. negative Elektrode hin bewegen. Voraussetzung für diese Wanderung der Ionen ist, dass das im festen Aggregatzustand vorhandene Ionengitter Salzkristall durch Auflösen in Wasser oder durch Schmelzen zerstört wird. Die positive Elektrode, also den Pluspol, nennt man Anode, während der negativ geladene Pol, also der Minuspol, Kathode genannt wird. Ionen, die zur Anode wandern, also selbst negativ geladen sind, heißen Anionen. Die zur Kathode wandernden Ionen entsprechend Kationen. In der Zeichnung auch mit unterschiedlichen Farben dargestellt. Diese Tabelle enthält noch einmal die verschiedenen Ionenarten, ihre Ladung, ihr Wanderungsziel und ihren Charakter. Darauf gehe ich gleich noch einmal ein. Salze sind Ionenverbindungen, sogenannte Ionensubstanzen, die im Allgemeinen aus Metallionen und einem Säurerestion aufgebaut sind.
Löst man also ein Salz in Wasser auf, so bringt man Ionen in das Wasser. Der kleine Film demonstriert dieses noch einmal anschaulich. Hier ist das Salzkristall und die rot-weißen Kugeln stellen die Wassermoleküle dar. Beim Eintauchen von zwei an eine Gleichspannungsquelle angeschlossenen Elektronen setzt die Ionenwanderung zu den Elektronen ein. In unserem Fall verwenden wir als Gleichspannungsquelle eine Batterie. Der Stromkreis wird dadurch geschlossen und es fließt ein messbarer elektrischer Strom. Die LED leuchtet. Man kann auch sagen, die elektrische Leitfähigkeit von Wasser wird erhöht, wenn Salze in ihm gelöst werden.